Moin Leute, ich bin ja eher der gemütliche Typ. Energie zu sparen ist für mich kein Problem. Aber mal ernsthaft, sparsam mit Energie umzugehen wird immer wichtiger. Nicht nur fürs Klima, sondern auch fürs Portemonnaie. Energiesparen lohnt sich richtig. Und das nicht nur bei euch zu Hause, sondern auch in der Werkstatt. Und darum geht's heute bei Watch & Work. Klar. Ihr kennt alle die großen Maßnahmen, mit denen man richtig Energie sparen kann. Gebäude dämmen, Wärmetauscher einbauen, PV-Anlage aufs Dach schrauben oder so. Aber all das sind Maßnahmen, die man nur umsetzen kann, wenn man A, vielleicht der Eigentümer des Gebäudes ist, was viele Werkstätten nicht sind, B, der Geschäftsführer der Werkstatt ist und nicht der angestellte Monteur oder C, man hat richtig viel Kohle über. Daher möchte ich euch heute eher ein paar Energiespartipps geben, die ihr in der Werkstatt ganz einfach umsetzen könnt. 10 Tipps, die auch richtig was bringen. Los geht's. Hey, dort so! Wusstet ihr schon, rund 30% des Energiebedarfs einer Werkstatt geht dafür drauf, die Halle zu heizen. Und wenn das Werkstatttor unnötig lange aufsteht, dann könnt ihr euer Geld gleich zum Fenster rausschmeißen. Deshalb gilt, Tor auf, Fahrzeug schnell rein oder raus und Tor wieder zu. Klarer Fall. Wenn keiner auf dem Klo oder im Pausenraum ist, muss auch nicht ständig das Licht brennen. Präsenzmelder sind dafür ideal. Zur Not hilft aber auch ein einfacher Zettel. Ich kenne das noch aus meiner Azubi-Zeit. Die Heizplatte der Kaffeemaschine war ständig an. Der Kaffee schmeckt nach kurzer Zeit schon bitter und ist nur noch lauwarm. Und irgendwann kommt einer, kippt den ganzen Rest weg und kocht einfach neuen. Was für eine Verschwendung. Ey, es gibt Thermoskannen. Wir sind immer noch in der Teeküche und widmen uns als nächstes diesem Kollegen hier, dem Kühlschrank. Achtet da auf eine kühle Umgebung. Das Gerät sollte nicht direkt neben der Spülmaschine oder der Heizung aufgestellt werden. Als nächstes checkt ihr die eingestellte Temperatur. Oft ist diese zu niedrig eingestellt. So wie bei diesem Kollegen hier. 7 Grad reichen völlig aus. Zusätzlich prüft ihr die Dichtung. Ja, ob diese verschmutzt oder verschlissen sind, sind diese kaputt, könnte warme Luft in den Kühlschrank eindringen und da muss der Kollege da richtig gegen anarbeiten und runterkühlen. Ja, und das ist pure Energieverschwendung. Alles klar? Coole Sache. Und jetzt noch ein heißer Tipp aus der Küche. Wenn ihr euer Mittagessen mal in einer Mikrowelle heiß machen wollt, dann feuchtet es vorher an. Denn so eine Mikrowelle kann Wasser viel leichter erhitzen. So wird das Essen schneller warm und ihr spart richtig Energie. Zurück in der Werkstatt. Druckluft hilft uns da enorm, hat aber einen schlechten Wirkungsgrad von nur 5%. Das heißt, 5% der eingesetzten Energie aus Strom werden zu mechanischer Energie in Form von Druckluft. Der Rest geht als thermische Energie verloren. Ganz schlimm, Leckagen im System, wodurch teuer produzierte Druckluft einfach flöten geht. Kleines Rechenbeispiel. Eine Kilowattstunde Strom kostet gerade so rund 40 Cent. Über den breiten Daumen braucht man etwa ein Viertel davon, um 1 Kubikmeter Druckluft zu erzeugen, also 10 Cent. Schon ein 3 mm großes Loch im System lässt bei einem Betriebsdruck von 12 Bar jede Stunde 9,7 Kilowattstunden verpuffen. Da entweicht also jede Stunde ein schlanker Euro. Und das macht dann bei 4000 Betriebsstunden im Jahr schnell mal 4000 Euro aus. Tja, ich sag mal, die Kohle kann auch sinnvoller eingesetzt werden, zum Beispiel für das nächste Sommerfest in eurer Firma. So Leute, nochmal Thema Druckluft. Es gibt Arbeiten, da macht Druckluft total Sinn, wie zum Beispiel bei der Rädermontage. Aber um den Arbeitsplatz sauber zu blasen, das ist echt Unsinn. Jetzt geht ihr mal zu den Kollegen im Büro, denn da schlummern einige Potenziale zum Energiesparen. Moin. Moin Stefan. Zum Beispiel, indem man am Computer den Energiesparmodus einstellt. Und natürlich der Klassiker, Standby-Geräte ausschalten. Das spart durchschnittlich 4-10% der Energie, die Computer, Lampen und Co. so im Durchschnitt verbrauchen. Auch das richtige Lüften ist wichtig. Dazu das Fenster nicht ständig auf Kipp lassen, sondern mehrfach einige Minuten bei ausgeschalteter Heizung Stoßlüften. Übrigens, bei der Heizung könnt ihr richtig sparen, wenn ihr am Rad dreht. 1 Grad weniger, was man kaum merkt, bringt ca. 6% Energieeinsparung.
nach Feierabend oder zwischendurch schon mal Händewaschen angesagt. Und wenn man richtige dreckige Pfoten hat, dann kann das schon mal länger dauern. Lass dabei nicht die ganze Zeit das Wasser laufen, schon gar nicht heißes. Denn Wasser zu erwärmen kostet richtig Energie. Lieber kurz Hände anfeuchten, einseifen, Waschpaste drauf, gegebenenfalls mit der Bürste. Abspülen, fertig. Saubere Sache und schon wieder Energie gespart. In der richtigen Beleuchtung stecken ca. mindestens 20% Einsparpotenzial. Geht doch mal durch die Räume und checkt, ob ihr alte Glühlampen gegen neue sparsame LED-Lampen tauschen könnt. Gerade alte Leuchtstoffröhren von der Werkstattbeleuchtung sind richtige Energiefresser. Übrigens, ab diesem Jahr dürfen einige dieser Typen gar nicht mehr auf den Markt gebracht werden. Und dann steht ein Wechsel an. Ein Wechsel ist schnell gemacht, also rauf auf die Leiter und runter mit den Energiekosten. Ihr seht, Energiesparen ist eigentlich ganz einfach. Und wenn ihr noch mehr sparen möchtet, dann fragt doch euren Boss einfach mal, ob sich nicht ein Kollege aus eurem Team zum Energiesparexperten schulen lassen möchte. Der kann dann ganz genau unter die Lupe nehmen, mit welchen Maßnahmen in eurem Betrieb das meiste rauszuholen ist. Und wie man bei größeren Maßnahmen auch noch staatliche Förderung abgreifen kann. Ist schon cool. Klimaschonen und dabei noch bares Geld sparen. Also ich muss sagen, Energiesparen ist echt mein Ding. Alles klar, bis dann in der Werkstatt.